Am Mittwoch, den 20. Dezember 2023, erfolgte der Spatenstich zu einem der aktuell größten Neubauprojekte in Burghausen. Bis Ende 2025 werden auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Henker 93 Neubauwohnungen entstehen. Andreas Kampitsch, ehemaliger Eigentümer, hatte die Traditionsgärtnerei Henker im Frühjahr 2023 an die Burghauser Immobilienfirma verkauft. Klaus Schultheiß stellt das Projekt vor. Ja, hier wird auf dem ehemaligen Gärtnereigrundstück der Familie Henker werden hier 93 Wohnungen nach neuestem Standard errichtet. KfW 40 Wohnungen mit Nachhaltigkeit, mit QN-Zertifikat. Das ist das erste Mal in Burghausen, dass Wohnungen in einen so einen hohen Standard errichtet werden. Jetzt ist es natürlich hier mitten in der Neustadt eine ganz zentrale Lage, direkt neben dem Stadtplatz und auch dem Maiwiesenplatz. Der Wochenmarkt findet hier statt. Die Leute werden sehen, es gibt kaum eine bessere Lage, um in der Neustadt dann modern zu wohnen. Ja, hier können Sie innerhalb von 200 Metern alles erreichen. Ob Sie Bürgerhaus sind, ob Sie jedes Burghauser Geschäft in der Maklerstraße oder auch in der Oberkochstraße, die Maiwiese sowieso, die Ärzte, die Wundermann, alles ist auf kürzesten Weg erreichbar. Die Wohnen am Stadtpark GmbH investiert enorm in die Entwicklung der Neustadt und die Schaffung von neuem Wohnraum. Klaus Schultheiß begrüßt zum symbolischen Spatenstich alle Projektpartner, Architekten sowie einige Stadträte und freut sich über den Segen der Kirchen zu Baubeginn. Burghausens erster Bürgermeister Florian Schneider zum Neubau am Stadtpark. Ein sehr wichtiges Projekt auch, denn es entsteht Wohnraum mitten gegenüber der Maiwiesen auf diesem ehemaligen Henkergrundstück. Es entstehen Wohnungen, man wohnt zentral, man wohnt in der Stadtmitte, es geht um Verdichtung. Es freut mich, dass ein privater Investor das jetzt anpackt, dass es da weitergeht und dass Burghausen einfach dann wirklich alle, die hierher ziehen, auch aufnehmen kann. Noch in diesem Jahr werden die Arbeiten an der Tiefgarage beginnen. Ja, wir wollen bis Ende 2025 fertig sein. 2 Jahre Bauzeit. Hier entsteht eine Tiefgarage, 97 Stellplätze, 43 oberirdische Stellplätze, insgesamt 140 Stellplätze. Also wir werden das erste halbe Jahr sicher nur mit den Erdarbeiten beschäftigt sein und mit der Garage. Mit dem großen Bauvorhaben in der Burghauser Neustadt wird wieder eine Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger zum zentralen Wohnen geschaffen. Gegen Ende 2025 werden die Wohnungen bezugsfertig. In einer Größe zwischen 1 und 5 Zimmern wird Wohnen zur Premiumqualität angeboten. Terrassen, Privatgärten, weitläufige Dachterrassen und großzügige Balkone ergänzen die Wohnungen. Es entstehen somit auf dem ehemaligen Gelände der Gärtnerei Henker ein exklusives Wohnquartier in Effizienzbauweise mit Nachhaltigkeitszertifizierung. Und das in einer der zentralsten Lagen der Burghauser Neustadt. Herr Schultheiß, wenn jetzt Zuschauerinnen oder Zuschauer entdecken, das wäre jetzt noch eine gute Gelegenheit, wo kann man sich informieren? Sie können sich direkt informieren. Rund um die Baustelle hängen ja die Plakate über E-Mail einfach anfragen, dann kriegen Sie umgehend die Exposés zugeschickt.